Das Ferienhaus T liegt in Tirol. Von der Straße aus kann man es gar nicht einblicken. Das Grundstück ist relativ klein, von vielen Bäumen, von einer Felswand umgeben. Entworfen hat das Ferienhaus T der Künstler Thomas Schütte, zu dessen Arbeiten ja schon von Anfang an, seit den frühen 80er Jahren, kleine Architekturmodelle gehören. Diese Modelle allerdings wollten gar nicht im Großen in der Realität verwirklicht werden. Es sind dreidimensionale Bilder oder Gedankenbilder aus eigenem Recht. In jüngster Zeit aber sind der eine oder andere auf ihn zugekommen und haben gefragt, ob man nicht das eine oder andere Modell bauen könnte, eins zu eins bauen könnte, sodass ein Haus entsteht. Das Ferienhaus T ist eine Art Bungalow, auf einem Sockel gebaut, auf allen Seiten von Glas umgeben. Man geht erst den relativ steilen Weg hoch, dann um eine Biegung herum über einen Vorplatz, um schließlich an der Längsseite des Gebäudes zum eigentlichen Eingang zu kommen. Das Haus besteht eigentlich nur aus einem Raum, der durch zwei Elemente gegliedert ist. Hier eine große rhombenförmige Betonwand, die den Schlaf- und Wohnbereich abtrennt von einem Raum für das Essen und wo auch die Küche sich befindet. Im Modell waren die Fensterscheiben aus farbigem Glas. Das ließ sich aus verschiedenen Gründen in der Realität nicht so herstellen. Also ist man auf die Idee gekommen, farbige Vorhänge zu benutzen. Das ist der Blick aus dem Essbereich raus auf eine Art von Terrasse. Im Wohnbereich fällt insbesondere natürlich dieser große, relativ brutale Kamin auf, sozusagen das klassische Zentrum eines Hauses, ein Ort, wenn man so will, von mythologischer Qualität. Die Blicke nach draußen sind teilweise auf wenige Meter schon versperrt von einer Felswand, von einem Abhang. Auf der anderen Seite gehen sie dann ein bisschen weiter hinein in die Landschaft. Im schmalsten Teil des Hauses schließlich hier der Schrank und die Therme für die Heizung und das warme Wasser. Und dann sehr klein, aber vollständig der Nassbereich, eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette. Höchst effizient in diesen spitzen, kleinen, engen Teil des Hauses hineingesetzt. Zum Abschluss noch einmal ein Blick von draußen auf das Haus, wo der Kamin, der das ganze Haus durchstößt, gleichsam sehr deutlich wird. Ein Haus für 1, 2, 3 Tage. Leben in einem Modell 1:1.